Hallo Leute, heute mache ich einen Haul, aber diesmal einen Berlin-Haul. Ich war nämlich übers Wochenende in Berlin gewesen, also von Donnerstag auf Samstag, mit meinen drei Freundinnen, die mir auf Twitter und auf Facebook folgen. Die wissen auch schon Bescheid, weil ich habe ein paar Updates gemacht und ein paar Fotos hochgeladen, geschickt. Ja, dafür ist Twitter und Facebook immer sehr gut, also es wäre cool, wenn ihr mir folgt, dann habt ihr auch immer da eure Updates, wenn ihr denn Interesse habt, so daran, was ich so tue. Jedenfalls, das war mein erstes Mal in Berlin. Ich war sehr aufgeregt und war sehr gespannt. Es hat mir super gut gefallen. Wir waren, der Grund, sage ich mal, für die Reise war eigentlich ein Konzert, weil es gab am Freitag, also letzten Freitag, ein Janet Jackson-Konzert im Tempodrom. Das ist so eine ganze Mini-Halle. Es war so ein extra Konzert. Also ihre Tour ist die Up Close and Personal Tour mit ihren ganzen Greatest Hits. Also richtig cool gewesen, selbst für diejenigen, die nicht so Fan sind von Janet. War es ein Ereignis, weil es einfach so eine kleine Halle war und man wirklich sehr gut sie sehen konnte, egal wo man saß. War richtig toll. Ich habe jedenfalls sehr viel eingekauft natürlich. Ich habe auch dafür schon gespart gehabt, weil ich wusste ja, dass wir dann dahin gehen. Das war ja eine geplante Sache gewesen über längere Zeit. Deswegen habe ich so einiges eingekauft. Ich kann schon mal sagen, was mich sehr umgehauen hat, war das Alexa in Berlin, da am Alexanderplatz. Das war echt cool, super cool. Es ist ein riesen Einkaufszentrum. Ja, mit allem. Also richtig coole Stores, ja. Ich zeige euch jetzt am besten, was ich alles gekauft habe. Dann erwähne ich ja auch die Stores und ich sage auch, wenn ich es noch weiß, wo es sich befindet, für diejenigen, die vielleicht ja auch nach Berlin jetzt gehen. Also fange ich mal an. Genau, ich fange schon mal an mit dem Alexa. Da gibt es nämlich Kiko. Gut, Kiko gibt es auch in anderen Bundesländern. Das ist jetzt nicht nur in Berlin. Aber unter anderem hab ich das halt gekauft im Kiko-Store. Und zwar... Moment. Immer muss was runterfallen. Ja, und ich habe den Stuhl immer noch nicht repariert. Ich bin so ein fauler Sack. Voller faule Sack, wirklich. Bei mir, ich lasse alles schlendern, ja. Das ist meine Filipino-Seite. Alles so manana, manana. So ist das bei mir. Aber morgen mache ich es vielleicht wirklich. Also manana halt, ne. Gut, zurück zum Thema. Ich habe mir Nagellacke gekauft. Ich habe irgendwie an dem Tag, glaube ich, so ein Grünflash oder so gehabt. Jedenfalls sehen die alle ziemlich ähnlich aus. Ich zeige sie euch mal so. Naja, sie unterscheiden sich schon, ja. So ist es nett. In einem Kiko Nagellack sind 11 Milliliter drin und der kostet nur 2,50 Euro. Also richtig gut, der Preis. Und den habe ich schon aufgetragen. Also einen von den beiden, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Haben die Nummern? Ja, die 346 habe ich gekauft. Das ist so ein gräuliches Jadegrün, würde ich sagen. So eine Farbe kann ich mir auch gut vorstellen in dem zukünftigen Schlafzimmer, also in der neuen Wohnung. Die imaginäre neue Wohnung, weil es gibt noch keine, aber so hätte ich das halt gerne mal sehen. Jedenfalls, die Farbe ist richtig schön. Hatte ich auch auf den Nägeln. Ich habe es jetzt nicht so lange getragen, weil ich halt meinen Nagellack relativ oft wechsle. Aber er hat es sehr schön gehalten. Hatte allerdings auch einen Topcoat drauf, deswegen hat er auch so super gehalten. Ich weiß es jetzt nicht, wie es so hält. Aber vom Auftragen kann ich schon mal sagen, beim ersten Mal war er super deckend. Also ich war sehr begeistert, wie schön deckend und cremig die Konsistenz war. Es war schön. Ja, diese Farbe, ich mache jetzt nicht so lange rum, ja, weil das sind echt viele Sachen und dann wird das halt so ein Tralala-Video. Aber dann habe ich das noch so, das ist so ein, ja, so ein Tannengrün, aber auch so ein bisschen mit so einem Graustich, so bisschen. Und dann halt das, ich glaube, das hatte ich auf den Nägeln gehabt, genau, das ist so ein, wie so ein Khaki-Grün, auch mit so einem Graustich. So, mal im Vergleich, dass man auch sieht. So. Dann habe ich noch einen Nagellack. Der sticht ein bisschen aus der Reihe, der ist sehr schön. Achso, ich sag nochmal die Nummern, sorry. Hier, die 348 und die 347. Und die 346. Also diese habe ich und dann hier die 342. Das ist so ein schönes Aquablau-Türkis. Und den möchte ich gerne verlosen an euch.
Wenn ihr den haben wollt, ich weiß nicht. Also es ist jetzt nur eine Sache. Natürlich kann jetzt nur einer gewinnen. Aber vielleicht freut ihr euch ja. Was sollt ihr schreiben? Also wenn ihr teilnehmen möchtet, solltet ihr Abonnent sein von diesem Kanal, also von Funny Pilgrim, bitte. Und ich kontrolliere das auch, ja. Ich bin so ein Control-Freak. Also ich muss es dann kontrollieren, weil es sollte schon für die Abonnenten sein. Ihr solltet dann, wenn ihr das halt gewinnen möchtet, nur so eine Kleinigkeit, so aus Spaß an der Freude, könntet ihr mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr am besten findet in Berlin. Was ist das Coolste in Berlin? Ja. So, Punkt. Genau. Das wäre cool. Und dann mache ich halt mit Random Dog, bla 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 bla. Und wer weitere Infos, schreibe ich einfach in die Infobox. Weil das war jetzt eher so spontan. Ich habe zwar schon gedacht, den möchte ich verlosen. Aber jetzt was, worum es geht und so, weiß ich jetzt nicht. Schreibe ich also in die Infobox. Die Infobox ist hier unten oder an der Seite. Da müsst ihr das mal vergrößern und dann seht ihr auch die Spielregeln sozusagen. Und dann habe ich mir noch was gekauft. Das hat mir meine Freundin dann da vorgeschlagen. Sie hat es da gesehen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Das ist wohl diese Sommerkollektion Krams von Kiko Aquagold. Das ist so ein Scented Remineralizing Body Mist. Also ein Body Spray. Es gab 3 Stück und ich habe halt dieses Aquagold. Das sieht so aus. Da sind 100 Milliliter drin. Und kostet 15 Euro, glaube ich, war das. Meine andere Freundin hat sich das dann auch gekauft, das gleiche, weil das riecht super, super lecker. Und ich kriege keine Kopfschmerzen davon, ich habe schon probiert. Es riecht wie, kennt ihr dieses Kenzo, ich glaube Kenzo Flower oder so, haben meine Freundinnen gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, das mit der Mohnblüte. Genau so riecht das, das ist sozusagen ein Dupe dazu. Nur halt für den Körper und es ist nicht so aufdringlich und man riecht den Duft schon noch sehr schön pudrig halt, dieses pudrige Florale. Sehr, 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 sehr schöner Duft. Sehr angenehm. Und ja, ich bekomme keine Kopfschmerzen. Das war bei Kiko dann jetzt so. Dann waren wir im Crack Store. Nein, im Mac Pro Store. Verdammt. Im Mac Pro. Also ihr wisst Bescheid, ja. Und Moment, das möchte ich mal jetzt alles durcheinander. Also natürlich waren wir noch in anderen Geschäften im Alexa, aber jetzt zeige ich halt mal nur das, weil ich das gerade rausgegriffen habe. Jedenfalls im Mac Pro waren wir. Der befindet sich wie heißt der nochmal? Ich habe mich immer totgelacht über den Namen, jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Hackischer Markt oder so? Station? Hackischer Markt, glaube ich. Eine Station, glaube ich, nach der Friedrichstraße war das noch mit der S-Bahn oder so. Da befindet sich halt der Mac Pro. Und da habe ich mir erstmal so alles so angeschaut. Ich wollte mir unbedingt halt ein Pigment, Reflex Pigment kaufen, weil das gibt es halt nur im Pro Store. Und da habe ich mir mit meiner Freundin zusammen eins gekauft. Das werde ich also noch aufteilen, dass wir das uns, also halt geteilt. Wir haben es halt geteilt mit dem Preis. Das ist übrigens eine gute Lösung oder eine gute Idee, weil diese Dinger sind eh viel zu groß. Das werdet ihr nie aufbrauchen und es ist halt schon recht teuer. Dann kann man das einfach mit seiner Freundin zusammen kaufen und dann geht es ja eigentlich für die Hälfte des Preises. Ich glaube, das war um die 20 Euro kostet. Das wäre dann 10 Euro für die Hälfte. Das reicht vollkommen aus. Das ist Reflex Transparent Pink. Haben wir geholt. Haben wir auch schon, also sie hatte das dann aufgetragen, beziehungsweise ich habe es ihr aufgetragen an dem Tag vom Konzert. Aber ich zeige es euch mal so. So einen kleinen Swatch. Das ist das hier. Sieht man jetzt gar nicht so. Sieht man das ein bisschen? So. Es schimmert halt sehr, sehr schön so pink. Oder ich kann es auch mal. Oh, das ist so wunderschön. Es ist halt sehr fein gemahlen. Dann kann man das auch so mit Fix Plus oder so einfach auf einer cremigen Base auftragen. Und dann glitzert es sehr schön, funkelt schön. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Jedenfalls sehr, sehr hübsch. Das haben wir uns zusammen geholt. Mir hat irgendwie an dem Tag gar nicht so viel zugesagt. Ich habe mir noch eine andere Sache geholt. Ich weiß aber nicht, ob es das sogar im normalen Sortiment gibt. Das ist ein Iridescent Powder, Loose, in der Farbe Golden Bronze. Das habe ich noch nicht geöffnet. Das ist halt so ein loser Puder. Aber so ein schimmriger Bronze,
flüssiger Puder, den ich mir, so habe ich mir das vorgestellt, einfach auf dem Körper Puder. Ich zeige euch das mal schnell. Nee. So ist das dann, so ein Schweinerei-Dings da halt. Oh, sehr, sehr schön, diese Farbe. Sehr schön, auch als Highlighter oder so. Kennt man das? Ach, das ist so dumm mit dem Licht. Ich wollte eigentlich früher filmen, aber nicht. Ich zeige es euch mal im Gesicht. Aufgetragen ist immer besser. Ich habe zwar schon so einen Highlighter drauf, aber jetzt so... Ja, doch, als Highlighter könnte man das echt sehr gut benutzen auch, wenn man gebräunt ist. Aber ich wollte es halt so auf dem Körper und so. Nee, auf der Nase ist nicht so gut, merke ich. Das ist zu dunkel. Ja, so als Rouge oder für den Körper. Es hat so einen kleinen, so einen Glow eben. Was sonst? Hey! Hey! Ja, das war ein Mac Pro. Das hat, glaube ich, 25,50 oder so gekostet. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe irgendwo den Bon, aber da stehen die nicht einzeln drauf. Deswegen weiß ich jetzt da die Preise nicht genau. Aber so ungefähr. Dann jetzt nochmal zurück zum Alexa. Da waren wir noch im Douglas gewesen. Ich habe mir alles angeschaut, bla 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 bla. Irgendwas Kleines wollte ich halt unbedingt haben aus der Redo-Ecke. Ich mag das immer ganz gern, diese reduzierten Sachen. Ja, ne, zieht halt an. Da habe ich mir das hier rausgeschnappt. Das ist ein von Golden Rose, von der Marke Golden Rose. Kenne ich gar nicht. Ein Shine and Lasting Eyeliner, Style Eyeliner, Metallic. Ja. Und da war der Originalpreis. Ach, schade, dass jetzt nicht mehr draufsteht. Ich meine, es war so 15 Euro oder so. Wir sind recht teuer und es gab es für 2,95. Also für 3 Euro konnte man sich das dann holen. Das ist der. Ich mache jetzt mal einen dickeren Swatch. So wird man natürlich den Eyeliner niemals tragen. Ne? Aber das ist das. Das ist so ein golden, ja, so ein Metallic Olivton, würde ich sagen. Ja, so ein Metallic Oliv. Sehr hübsch. Ich stehe halt auf grün, man sieht. Es kommt noch schlimmer. Es kommt eigentlich nur noch grün. Und dann waren wir, jetzt kommt mein Highlight von ganz Berlin und vom Alexa. Und das hat mir keiner von euch gesagt, ja. Da gibt es das schon mal und keiner hat es erwähnt. Ich glaube es nicht. Jedenfalls in der Nähe von Kiko war das dann. Ich glaube so schräg gegenüber. The Make-Up Store. The Make-Up Store ist, oder Make-Up Store heißt das sogar nur. Das ist eine schwedische Marke. Zu vergleichen mit MAC, die Aufmachung ist zumindest so wie MAC. Ich würde sagen, von den Produkten an sich auch sehr, sehr gute, hohe Qualität. Die Preise leider natürlich auch so wie MAC, ja. Die Pinsel allerdings fand ich sehr, sehr schlecht. Also ich habe sie mir gefühlt und so, hat mir nicht so gefallen. Die anderen Produkte könnte ich schon so weiterempfehlen. Ich habe aber keinen Lidschatten oder Lippenstift oder sowas gekauft. Allerdings so ein Body Spray mal wieder. Das kommt so daher, sehr, sehr schick gestylt. Das nennt sich Body Mist. Das ist der Duft Holiday Luxury. Hat 180 Milliliter und es war recht teuer. Ich glaube, 25 Euro hat das Ding gekostet, aber es riecht wirklich gut. Alle Body Sprays riechen dort gut. Es gibt auch Kerzen, es gibt auch Body Lotion und so weiter. So kommt das. Sieht aus wie so ein Haarspray, ne? Haarspray. Und es riecht, ich sag euch, das riecht echt hammergeil. Also meine Freundin und ich, wir haben uns durch alles durchgesprüht, überall, wir haben uns totgelacht und was immer auch, wir waren wirklich sehr lange damit beschäftigt, mit dem Zeug, alles auszuprobieren. Aber das riecht echt, also ich konnte mich gar nicht entscheiden zwischen noch so einem und dem, aber am Ende habe ich das genommen, weil es auch das letzte war. Und also es riecht nach, ich sag's mal gerade, Moment, nach Rhabarber, Lilac, was ist nochmal Lilac? Veilchen? Ich weiß es nicht mehr. Rhabarber, wenn Lilac, Veilchen, das ist dann das Veilchen und Pfirsich. Genau, das steht da. Und es riecht total lecker, tropisch, fruchtig. Total, total, total lecker. Sehr einzigartig, finde ich auch. Gar nicht so... Also schon
so auffällig was anderes. Also man kennt ja oft solche Düfte, aber ich finde es nochmal anders, als was ich bisher überhaupt so gerochen habe. Deswegen habe ich es auch genommen. So, ja. Also war wirklich toll, das Zeug. Und da waren auch sehr, sehr nette Verkäuferinnen. Und ich muss auch hier an dieser Stelle mal die Miri grüßen aus dem Make-up-Store. Sie hat, hat mich da erkannt. Wir haben so ein bisschen gebabbelt und hat mich sehr gut beraten. War sehr, sehr freundlich und lustig. Hat Spaß gemacht. Also es hat sowieso Spaß gemacht in diesem Make-up-Store. Wir waren ziemlich lange da. Und ich habe mir noch zwei weitere Sachen gekauft. Das ist einmal noch ein Eye-Pencil. Der hat, glaube ich, die Preise habe ich hier irgendwo. Aber Moment. Moment, ich sage euch mal richtig die Preise. Ich hole mal das Bon. Sonst sind das wieder nur so halbe Sachen und ihr wollt ja immer die Preise wissen, oder? Diesmal habe ich nämlich auch den Bon, weil wenn ich es schon habe, dann kann ich auch mal sagen. Moment. Also das Body Spray 25 Euro hat gestimmt, Eye Pencil 15 Euro. Also so wie MAC, ne? Leider. Allerdings wollte ich genauso eine Farbe auch im MAC Pro kaufen, weil ich glaube, das gibt es nur da, diese Giftgrüne. Und ich habe es vergessen und dann habe ich den halt gesehen beim Make-up Store. Und der ist wunderbar, also so ein richtiges Giftgrün, aber so ein schimmriges Giftgrün mit mit so einem Perlschimmer. Ja, und sehr, sehr schön cremig ist dieser Kajal. Der heißt Tropical, die Farbe heißt Tropical. Und ja, ich freue mich darauf, solche schönen Sommerlooks zu schminken damit. Wie ihr seht, wieder grün. Ich sag euch, die Farbe zieht sich noch durch. Ich hatte so eine grüne Welle da. Und dann habe ich mir noch eine farbige Mascara gekauft, Colored Mascara in Green. Hätte ich euch mal raten müssen, welche Farbe. So sieht die aus. Sehr schöne Verpackung auch, gefällt mir sehr gut. Die haben auch tolles Zubehör, also es gibt so Make-up-Bags und Pinsel-Bags. Und da ist immer halt wegen Make-up-Store M immer ganz groß und ist halt schön, weil das ist halt mein Initial, ja, und es sieht halt so schön aus. Ich hätte so gerne so vieles gehabt da, aber ja, das ist halt Mascara. So ein, was ist denn das für eine Farbe für ein Grün? Schon so, eher so türkisgrün. Aber sehr hübsch. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, die Sachen. Das hole ich jetzt das erste Mal raus wieder. Ja, das war jetzt Make-up Store. Das war mein Highlight. Schon mal. Jetzt zeige ich euch noch weitere Sachen. Dann waren wir. Habe ich die Tüten auch da? Seid ihr auch so Tüten-Junkies, wenn die Tüten so schön sind, dass ihr die behalten müsst? Ich habe hier von. Da. Von COS. COS ist ja so Tochtergesellschaft von H&M. Also so Schickimicki H&M. Da habe ich mir diese Kette gekauft. Die haben sich auch zwei von meinen Freundinnen auch gekauft. Das ist so eine aus Sterling Silber mit so einem Wal oder Fisch oder was das drin ist. Die war reduziert, normalerweise 25 Euro, dann nur noch die Hälfte halt. Haben wir uns bei alle geholt, also nicht alle, wir drei, also drei geholt. Dann, ich mach das Ratter das jetzt mal ein bisschen durch, ja. Dann waren wir noch im Natura. Das ist am Potsdamer Platz Arkaden. Ist auch nochmal so ein riesen Einkaufszentrum. Da habe ich mir das gekauft. Das ist Colony, the home of fine fragrance. Powder Fresh, Reed Diffuser Refill Oil. Also zuerst dachte ich, das wäre ein Cologne, ja, für den Körper. Aber das ist wohl sowas, wo man so einen Raumerfrischer, wo man diese Stäbchen reinsteckt, wisst ihr, und die sich dann so vollsaugen und den Raum erfrischen. Und es riecht halt super lecker. Na, Babypuder. Deswegen musste ich es kaufen. Ich weiß nicht, ob das schon ein Fehlkauf war. Wenn, dann war das der einzige Fehlkauf. Das hat gekostet 13,50. Dann, ja, wir waren mehrmals bei H&M, aber ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist. Dann aber zeige ich noch das. Dann waren wir bei Weekday. Da muss ich auch die Tüte behalten, weil das gibt es halt nicht hier in Frankfurt. Kost gibt es schon, das hätte ich mir eigentlich sparen können, aber die Kette war eigentlich recht schön. Da habe ich mir dieses T-Shirt geholt, Weekday gehört auch zu H&M, sowas eigentlich sehr schlicht, das war aber halt auch reduziert. Moment, zeige ich nochmal, weil überall ist der Sale zur Zeit, ja, deswegen kamen wir auch nicht voran, weil wir immer diese Sale-Sachen sehen. Von 20 Euro auf 10 Euro. Das ratter ich jetzt durch, ja, sorry. Dann hatte ich, genau, bei H&M mir noch dieses Kleid gekauft. Kennt ihr vielleicht, hatte ja dieses Gestreifte auch.
aber diese Farbe ist jetzt auch reduziert bei H&M, schon voll gekleckert, auf 7 Euro. Auf 7 Euro. Dann habe ich mir bei H&M noch das gekauft, von H&M Divided. Das war genau neben dem Mac Pro Store, da gibt es nur so einen Divided-Laden, nur Divided-Zeug, auf 5 Euro. Von 9,95. Das ist so ein, mit hier so einem Peace-Zeichen, Korall, Ringe, Rücken. Und das ist super lang, also bis zum Boden geht das. Ich dachte, das wäre halt mal so chillig im Sommer. Dann, was ist denn das? Das ist gar nicht meins. Achso, dann habe ich mir noch bei H&M das geholt. Die sind auch von Divided, diese Wedges. Die sehen cool aus, oder? Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich die eventuell umtausche in eine größere Größe. Die kosten 24,95. So sehen die aus. Sehr, sehr hübsch. Finde ich. Und sehr bequem. Aber ich weiß nicht, ob die etwas zu eng sind vorne. Und dann noch bei Zara. Das war auch on sale. Das hatte ich schon angehabt. Deswegen ist das Etikett schon ab. So ein grünes Kleid. Das hier vorne so geht. So. Leider ist es so, das habe ich öfter mit meiner Figur das Problem, ach so, hinten ist es mit so einem Reißverschluss. Ich habe eine sehr, sehr schmale Taille und besonders für meinen Körper habe ich eine recht schmale Taille, also im Gegensatz zu meiner Hüfte. Meine Hüfte ist sehr breit, gut, wissen wir, ja, aber meine Taille ist dafür sehr, sehr schmal, ja. Und deswegen habe ich oft Probleme bei Kleidern oder bei Röcken, dass die halt so hoch rutschen oder bei Kleidern, dass mir eben nicht passt. Also ich muss eine zu große Größe nehmen und dann passt es halt obenrum gar nicht mehr. Habe ich hier aber trotzdem gemacht, also ich habe hier XL genommen, ja. M hat gepasst, aber hat unten gar nicht gepasst. L hat auch gepasst und da war es sehr knapp an, wenn ich mich hingesetzt habe, ja. Aber ich blende euch mal ein super sexy Bild von mir ein, wie ich es gerade trage. In der Größe L allerdings, da war das etwas eng unten. Dann waren wir noch im KDW, muss ja sein, muss man mal gewesen sein. Richtig cool, da habe ich allerdings was gekauft, was es auch hier in Frankfurt gibt. Und zwar von Giorgio Armani, ein Eyes to Kill Silk Eyeshadow in der Farbe Nummer 1. Ich weiß, ich denke mal, das ist die Nummer 1. Ich sag euch, die sind so toll. Ich habe die ja bei Temptalias Blog mir alle angeschaut und die haben auch super tolle Bewertungen von ihr bekommen, dass diese Lidschatten super, super, super gut sind. Man meint erstmal, es kommt in so ein Pöttchen, dass es so cremig ist oder so. Ist aber ein, würde ich sagen, loser Lidschatten, der einfach so wie gepresst ist durch dieses Ding, was hier oben ist. Also wir kennen ja so, ne, hat ja L'Oreal auch, Lancôme, bla bla bla. Die Farbe ist jetzt so ein Blau-Gold. Und also es ist unbeschreiblich schön, muss ich sagen. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert, ich muss es mal. Die sollen angeblich überhaupt nicht creasen. Null. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie bei dieser seidigen Textur irgendwie. Aber wir werden es sehen. Ich werde es auch mal ohne Base probieren. Es soll zumindest so sein. Das ist hier die Farbe. Es ist sehr schön gemixt. Es hat so ein, es ist golden und hat dann so ein Hauchblau drin. Also es ist sehr, sehr hübsch. Ich konnte mich bei allen Farben gar nicht entscheiden. Das sind wirklich, jede Farbe ist wunderschön. Ja, ich bin mal gespannt. 30 Euro hat das gekostet. Ist schon sehr, sehr, sehr teuer. Allerdings, wenn die Qualität so, so gut sein soll, denke ich, ist es sein Geld auch wert. Man hat ja auch Ewigkeiten was davon. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ja. Das war's aber. Das war jetzt mein Haul. Ich will euch auf jeden Fall empfehlen, noch diesen Freitag auf Friday to Love, das ist ja der Kanal, den ich mit JB78 habe, mal reinzuschauen, wenn ihr Interesse habt an meinem Follow Me Around sozusagen, ja, wie sagt man, Follow Me Around Video, keine Ahnung, Trip Video mit meinem Freundin in Berlin, was wir so alles erlebt haben und so, ich habe ja so mitgefilmt. Dann schaut da auf jeden Fall rein am Freitag und macht bei diesem kleinen Gewinnspiel-Mini-Verlosung mit, wenn ihr möchtet. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinklickt. Und bis dann. Tschüss!